findest du auf welle370.de. Neues vom Bergfunk Open Air. Der Trägerverein Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. hat sich in den letzten Wochen weiter mit den Vorbereitungen zum Bergfunk Open Air 2021 beschäftigt. Ziel ist es, das Festival auf dem Funkerberg planmäßig im August durchzuführen. In der Vorbereitung wurden Hygienekonzepte angepasst, Aufbaupläne überarbeitet und Bühnenabläufe optimiert. Für die Besucher wurden verschiedene Abstandsszenarien durchgespielt. Ziel ist es, das Bergfunk Open Air so sicher wie möglich für die Besucher, die Bands und auch die Funkerberg-Crew durchzuführen. Ob das Bergfunk Open Air 2021 wirklich stattfinden kann, hängt in letzter Konsequenz von politischen Entscheidungen ab. Hier sind der Bund, aber auch Entscheider auf Landes- und Kreisebene gefordert. Sie müssen rechtzeitig die Voraussetzungen schaffen, um eine verlässliche Planung zu ermöglichen. Falls von den Angesprochenen jemand zuhört, im Juli ist eine solche Entscheidung zu spät. Das Bergfunk Open Air soll am 6. und 7. August stattfinden. Die Tickets für 2021 sind bis auf den Freitag ausverkauft. Wer bereits Bergfunk-Tickets für das Jahr 2020 gekauft hat, sollte diese weiterhin gut aufheben. Sie gelten auch für das kommende Open Air in der Rundfunkstadt. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad. Vielen Dank an Jerome an dieser Stelle für das kontinuierliche Sprechen unserer Funkerberg-Nachrichten. Wir wissen das sehr zu schätzen. Welle 370, die Hörerecke. Herzlich willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im Mai 2021. Euer QSL-Kartenbearbeiter Detlef begrüßt euch alle zur Hörerpostbestätigung. Es sind wieder zahlreiche Zuschriften per Brief und E-Mail eingetroffen, die an dieser Stelle benannt werden. Bei allen Einsendern bedanke ich mich für die viele Post. Empfangsberichte kamen zur Kurzwellensendung auf 6140 kHz am 7. März von Reginaldo Anua Chicago aus Brasilien und Edward Kusalik, dem Bürgermeister der Stadt Deisland in Kanada, Provinz Alberta.